Dieses Video kursiert aktuell in den sozialen Medien. Es zeigt, wie spanische Polizisten durch die berühmte Partymeile Schinkenstraße auf Mallorca stürmen. Während einige Gäste verdutzt in den Restaurants sitzen, treiben die Beamten Fußballfans auf der Straße vor sich her. Mindestens ein Polizist hält ein Gewehr, schießt mehrmals in die Luft. Laut mallorquinischer Polizei nicht mit Gummigeschossen oder Ähnlichem, sondern mit Platzpatronen. Passiert ist das Ganze gestern Abend vor einem Szenelokal. Laut Behörden sei eine Aufstiegsparty von Alemannia Aachen-Fans aus dem Ruder gelaufen. Die Fußballfans fingen an, in der Kneipe zu randalieren. Als ein Türsteher sie hinauswerfen wollte, wurde er angegriffen. Die Rede ist von knapp 30 Chaoten, festgenommen wurde aber niemand. Schon länger versuchte die Behörde auf der Partyinsel vom Image des Sauftourismus wegzukommen. So gibt es beispielsweise seit dem 11. Mai ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Partysänger Icke Hüftgold äußert sich heute zu dem gestrigen Vorfall gegenüber RTL West privat. Er kritisiert das harte Vorgehen der Polizei, nimmt aber auch die Fans in die Pflicht. Ansonsten ist es aber auch so, dass sich die Feierkultur ein Stück weit geändert hat. Es sind dann doch mehr Chaoten, habe ich das Gefühl, als in den letzten Jahren. Für uns, ja, wird das irgendwann dann auch hängen, umso mehr das Thema in der Presse landet, weil sich wenige außer Rand und Band benehmen. Eine Konsequenz aus der Randale? Eigentlich sollte bei einem Auftritt von Sänger Peter Wackel heute Abend die Aachener Fußballmannschaft mit auf die Bühne, im gleichen Lokal. Wegen der Ereignisse gestern Abend wird der Künstler aber wohl alleine auftreten.